Hallo zusammen. Ja, einmalig. Die Musik und das halbe Dorf sind angetreten, um ihn zu begrüßen. Sensationell. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Willkommen in Erlbach, im Musikwinkel des Vogtlandes. Es ist eine große Ehre, ein großes Vergnügen. Wenn ich mich Ihnen vorstellen darf, ich bin ja der Bürgermeister. Aha, darf ich meine Frau vorstellen? Ja. Das ist ein ganz großer Fan von Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auch. Und ich freue mich, dass Sie alle kommen seid. Ja. Das sind Mitglieder des Gemeinderates. Einmalig. Und wir haben nicht so eine große Werbung gemacht, sonst wären hier 1900 Leute hier. Das wäre ein Volksfest, das wäre doch ein bisschen übertrieben. Das ist Schnapseln auch schon heute da. Ja, das ist Schnapseln, das ist Tradition, das ist Tradition, da kommst du nicht dran vorbei. Oh mein Gott, also, ich trinke nichts. Nein, ich kann nicht, ich muss ja noch arbeiten. Anstoßen, Wins geht Schluck. Okay, was ist denn das? Kräuterschnaps, Tradition. Nein. Das ist nur, ja, da nur ist aber der erste Moment. Mit Schmack ist der. Dann läuft sie die Polizei in die Häuser. Oh, nein, ich kann keinen trinken. In dem Sinne. Sag jetzt nochmal. Jawohl. Na, ich trinke, ja. Ich kann nicht. So. Nachher. Schmeckt auch immer besser, ne? Oh ja, der. kann man sich im Laufe der Zeit angewöhnen. Ja? Ja, wunderbar, aber es ist schön. So, Florian, ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben freundlicherweise vom Herrn Bürgermeister, der wird uns sein Cabrio zur Verfügung stellen. Sprich, wir würden Rentsch. Ne, ist mein Cabrio, ja, aber ich habe es gern gegeben. Von der Frau Bürgermeister. Und dass wir quasi in und um das Auto den Titel auflösen. Ja. Wir würden teilweise dann auch Fahrten machen damit. Okay. Und quasi aber auch teilweise außerhalb des Autos, dass der halt, dass man so ein bisschen fahr die Region. Ich dort oder? Genau, das wird super. Okay. Hallo liebe Zuschauer, auch ich darf Sie hier aus dem wunderschönen Erlbach im Musikwinkel des Vogtlandes begrüßen. Und passend zur Landschaft habe ich für Sie natürlich ein ganz bekanntes Lied mitgebracht. Das Rennsteiglied. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann. Ach du Scheiße! Hey! Gell! Oh, leck mich da am Arsch. Oh, leck mich am Arsch. Scheiße! Scheiße! Hey! Scheiße! Nein! Nein! Scheiße! Hält mich an! Scheiße! Hey! Jetzt brauche ich einen Schnaps. Ich hab die Handbremse extra anzogen. Hey, ruf mal die Feuerwehr an! Ruf die Feuerwehr! Und die Polizei! Ach, Wahnsinn. Das raucht, das ist ja Wahnsinn. Ich bin noch nicht, ich geh noch nicht runter. Ein schöner Tag heute. Das waren natürlich Schrottautos, keine Sorge, von uns präpariert und auch der Qualm ist extra erzeugt und ökologisch einwandfrei. Nur die Verzweiflung, die ist echt. Wo kommt da die Feuerwehr? Da sind ja alle da beim Schnaps trinken da. Mein Gott, wie konnte denn das passieren? Was haben Sie denn die Handbremse nicht angezogen? Ja, freilich habe ich es angezogen. Hätte der doch nicht so losrutschen können. Lass mir mal in Ruhe jetzt. Das wollte doch ich nicht mit Absicht. Ich hab doch die Handbremse anzogen. Das macht man nicht mit Absicht, das ist mir schon völlig klar. Ja. Mein schönes Auto, ich meine, und dann sowas auch noch. Ja, das Auto gibt's ja wieder, sind wir froh, dass nichts passiert ist. Gottes Willen. Sowas, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Nee. Mein Gott. Wir drehen heute nimmer, jetzt ist Schluss. Ach, die Polizei auch noch. Ja. Okay, das ist ja Wahnsinn, was ist sowas denn da? Sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, ich auch nicht. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Gottes Willen. Ach Gott.
Klaus, hallo. Grüß dich. Was ist passiert? Was ist passiert? Es lief alles so wunderbar an. Er hat ja seinen Take, er macht einen Videoclip. Hallo, grüß ihn. Der Herr Silberstein. Ich bin jetzt ein bisschen dünner. Ja, ganz normal, geprobt. Na, das ist ja Sabotage, das gibt's ja nicht. Das ist ja gar nichts normal, das ist alles nicht normal da. Waren Sie Fahrzeugführer? Ja, freilich. Haben Sie einen Führerschein dabei? Nein, da nicht. Einen Personalausweis? Gar nichts habe ich dabei, ich bin hier beim Dreh. Ja, aber im anderen Auto habe ich alles. Haben Sie ein bisschen Alkohol getrunken, oder? Ja, ich begrüße uns, Schnäpfle. Alle? Sie auch? Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, ich habe nur genippt. Genippt? Ein kleines Gläsle. Bitte? Ein kleines Gläsle. Ja. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Ich mache überhaupt keinen Alkoholtest, weil ich nichts getrunken habe. Mir reicht's jetzt, ich mag jetzt heim. Also, Herr Stein, wenn Sie nicht getrunken haben. Jetzt lassen Sie mich in die Ruhe da. Ja, jetzt bleiben Sie mal da, weil das müssen wir ja aufklären, das Ganze. Was gibt's denn da zum Aufklären? Auf der Wiese ist das Auto ins Rollen gekommen bei einem Fernsehdreh und rutscht da runter wie ein. Explodiert, das gibt's ja alles gar nicht da. Die blasen ja da nicht rein in das Ding da. Da passiert dann ja nichts. Ja, ich mag aber nicht, weil mir reicht's jetzt. Ich mag jetzt. Herr Silberstein, machen Sie sich verdächtig, was soll es? Rein, null aus, null. Bitte. Ja, ja, eben null aus. Wenn die Sache zu Ende kommt hier. Es ist doch für die Versicherung wichtig. Da büße ich ja ein bei der ganzen Geschichte. Aber. Na. Das müssen wir jetzt halt machen wegen der Versicherung. Machen Sie, was Sie wollen, ich mache überhaupt nichts. Mir gelangt es jetzt. Von mir aus nehmen Sie mich mit und ich mag jetzt nur noch schlafen und will heim. Die Personalien müssen Sie uns aber jetzt schon mal aufschreiben. Weil Sie haben ja keine Karten und nichts dabei. Personalien, was? Ja, ich kenne ihn ja gar nicht. Wir haben alles Stress. Ja, und das ist ja nicht schlimm, wenn Sie mich nicht kennen. Da stehen dann über deinen Schnapsglas herum. Ja, aber nicht von mir. Das war die Gesellschaft. Die haben gefeiert und hat mich gefreut, Name, wie ich hierher gekommen Vorname. Bin. Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, was da ist. Der ganze Ort ist. Nein, das ja, steht morgen wieder alles in der Bildzeitung. Ich bin ja gerade durcheinander, aber. Ich bin durcheinander, ist genau richtig. Ich bin nicht mehr durcheinander, ich bin am Ende. Was ist denn das? Was ist denn das? Ihr seid solche Schweinehunde, seid ihr! Ja! Yes! Hey, hey, hey!